Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, wir sind nochmal ganz kurz im Ladebildschirm, denn bei der letzten Aufnahme ist mir leider das Spiel mal wieder beim Übergang von dem Außenbereich von Persephone in den inneren Bereich von Persephone das Spiel abgestürzt. Ja, ich weiß, es ist mal wieder sehr ärgerlich, aber was nach soll ich machen? Oben, Vater. Schnell. Ja, meine kleine Maus, natürlich gehen wir sofort nach oben, aber erstmal sammle ich noch ein bisschen was. Ja, nochmal eine rauchen, genau. Ach scheiße, das war schlecht fürs Eve. Egal. Wird schon alles gut gehen, oder Leute? Ja, ihr habt mir ja schon wieder ein kleines bisschen was verraten, nämlich dass es viel zu viele Kämpfe nochmal auf uns zukommen. Wir befinden uns, keine Ahnung wo, aber behind these walls lies perfection. Okay. Gucken wir nochmal auf die Karte ganz kurz, was wir zu tun haben. Anscheinend nichts. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Na toll. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Och nö. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Nee, das finde ich jetzt nicht nett. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Ja, kriege ich jetzt bitte meinen Pfeil, damit ich auch weiß, wo ich lang darf? Muss? Ah, danke schön. Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Du brauchst dich nicht umsehen. Du darfst ruhig bei uns bleiben und immer mit uns kämpfen. Finde ich ihm gerade sehr schön, dass du das machst. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Sam hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Nochmal ein Gärtner. Ja, natürlich. Ach ja, wir dürfen uns noch mal ein bisschen ausrüsten. Oh, das finde ich eben gerade sogar sehr, sehr, noch viel besser. Aber mehr braucht man nicht. Okay. Hey. Dankeschön. Wo ist meine kleine Maus? Ach du Scheiße. Ich komme. Bleib mir am Leben. Okay, ich komme etwas später, aber ich bin gekommen. Ja komm, sammeln den Verbandskasten. So, dann wollen wir es jetzt nochmal wagen zu versuchen. Ja, wir machen jetzt. Wir gehen da jetzt hier durch. Ach du Scheiße, sie kämpft da hinten schon wieder. Ah, Leute. Grande Finale Nummer 2. Ah, ich finde das toll. Ja, warum Nummer 2? Weil Bioshock 2 gleichzeitig mit Mass Effect 2 endet, so wie es ausschaut. Oder vielleicht ein bis zwei Folgen danach. Moment mal, Türsteuerung. Welche Tür habe ich jetzt damit... Ja, ist doch gut. Welche Tür habe ich jetzt damit geöffnet? Wo ist die Tür, die ich damit geöffnet habe? Hallo? Ich muss hier irgendeine Tür geöffnet haben. Ach, da hinten. Okay, ja. Gut. So, richtiges Plasmid noch auswählen und dann können wir weitergehen. Was zum? Was ist jetzt schon wieder los? Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Okay, ja, dann beeilen wir uns doch einfach, okay, Mausi? Wir scheinen aber gerade tote Hose zu sein. Ach du Scheiße, warum ist das hier noch so zum Schluss so riesig? Wer hat denen erlaubt, das hier zum Schluss noch so riesig aufzubauen und warum stehst du mir im Weg, Eleanor? Okay. Wie soll ich hier... Oh, muss ich jetzt irgendeinen Schalter bedienen oder was? Ja, natürlich, irgendeinen Schalter bedienen. Starte Aufnahmesequenz.
Okay. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Nein. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Na, warte, dich krieg ich, bleib stehen. Geh auf! Junge, danke. Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben rauszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Verdammt, Sinclair, wo bist du denn gerade? Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Eine Kamera. Ah, kein Outtake-Fall, dann natürlich nicht. Komm, ist egal, was für ein Heck da jetzt drauf kommt. Wir müssen hier durch und vorankommen. Besonders so lange, wie ich meine kleine Maus noch bei mir habe. This people, das Kind des Volkes wird kommen. Ja, sie ist auch hier. Sie ist bei mir. Sie beschützt mich und hilft mir, nicht euch. Oh. Mann. Kleine Maus, du solltest eventuell nicht im Weg stehen zum Teil, wenn ich schieße. Es wäre gesünder für dich. Gut, haben wir den auch vor aus dem Weg geräumt. Oh, wo ist der Nächste? Der will noch was abkriegen. Und bleib bitte hier nicht drinnen stehen im Feuer. Das ist ungünstig. Oh, na herrlich. Kann ich die nicht sammeln? Ah, egal. Die stehen sowieso direkt davor. Da kann ich auch einen Schuss drauf machen. Moment, hier war doch noch einer. Da. So. Den einen Schuss haben wir dann dafür mal über. Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon. Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Ja, ich lieb sie aber mehr. Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Nein. Da brauchst du noch nicht mal ansatzweise dran zu denken. Junge, es tut mir leid. Ja, bleib doch einfach stehen. Ich hab mich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammt. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiter zu leben. Ja, was hältst du denn davon, wenn du einfach nur stirbst? Das wäre viel einfacher. Ich würde dir den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Es ist, als hätte Lam Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Was für ein Text? Wovon redet er? Oh mein Gott. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Ja, ich hätte gerne... Och, scheiße, ja, wir holen das mal Tagebücher. Hey, Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und sag mir, wo du ihn versteckt hast. Dann betrachte ich deine Schulden als abbezahlt. Ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt... Jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass
lass mich nicht so zurück. Ja, mal schauen, was wir daraus machen können. Aber Leute, erst in der nächsten Folge. Ich bin Hello1986, wir spielen Bioshock 2. Bis gleich.